Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Heute habe ich euch die Aurorus EX Box mitgebracht. Die Tyrantrum EX Box habe ich erst vor kurzem hier auf dem Channel eröffnet. Vor circa einem Monat ungefähr. Und nun haben wir hier die Aurorus EX Box. Die ist ein bisschen neuer. Die ist jetzt erst rausgekommen, vor kurzem. Und die ist sehr, sehr girly, will ich mal sagen. Zumindest von außen. Hier so mit diesem Regenbogenmuster und so. Aber das passt halt zu Aurorus EX. Und an und für sich ist die Karte sogar sehr gut spielbar. Deswegen freut euch auf jeden Fall darauf. Hier seht ihr die Rückseite und was wir darin erhalten, ist es im Prinzip wie üblich, die Sachen, die wir so daran kriegen. Also wir erhalten hier 4 Booster-Packs, die Promo, dann einen Online-Code, um die Promokarte online freizuschalten. Ja, haben wir sonst noch was vergessen? Nein, ich glaube nicht. Ach ja, die Jumbo. Die hätte ich natürlich jetzt fast vergessen. Natürlich ist diese Jumbo-Karte auch noch dabei. Dachte, das wäre selbstverständlich. So. Das Aurorus EX. Und die Promokarte perfekt daraus gelöst. Super. Top Zustand. Haben wir sehr gut hingekriegt. Zeige euch die natürlich gleich von Namen. Hier haben wir die Codekarte, um diese Karte freizuschalten online. Und nun zoomen wir ran. Schauen uns das Ding auch nochmal von näher an. Aurorus EX, 180 KP. XY Blackstar Promo 102 hat die Karte. Hier diese Version. Each of your Pokémon that has any water energy attached to it can't be paralyzed. Und Crystal Breath zieht 160, kann dafür nächste Runde nicht angreifen. Das Aurorus EX. Allerdings kann man damit eine, glaube ich, ganz gute Kombi mit Manaphy EX machen. Falls ich mich nicht irre. Aus dem neuen Set Turbo Fever. Das ist, glaube ich, ganz gut möglich. Aber mal sehen. Nun haben wir hier einmal Roaring Skies, zweimal Breakthrough und Primal Clash. Ja, so diese Reihenfolge werden wir machen. Wir hoffen, hier drin ist ein Shaman. Aber ich habe das Gefühl, dass er in den Breakthrough-Packs was ist. Wir nehmen einfach mal die übliche Reihenfolge. Vielleicht bringt uns das mehr Glück. So. Und dieses Pack startet mit Trapinch, Nosepass, Spinder, Horsey, Skiddy, Lantern, Shrine of Memories, Vibrava, Kopfisch und Diggersby. Roaring Skies, zu Deutsch Drachenleuchten. So. Und nun sehen wir mal, was wir hier so drin kriegen. Bagoon, Pidoff, Ninkada, Swablu, Voltorb, Revive, Altaria, Destox. Unsere Reverse ist Skyfield. Eine sehr coole Karte. Und unsere Rare. Ihr seht es schon.
Es ist eine EX. Und zwar Mega Rayquaza EX. Sehr cool. Sehr genial. Ja, dann hat sich die Box auf jeden Fall schon mal gelohnt. Das ist natürlich super. Diese zwei EX-Karten zusammen. Darüber freue ich mich sehr. So, und nun, dieses Pack startet mit Inkay, Chespin, Dodo, Fennekin, Zorua, Vanillish, Mewtwo Spirit Link, Cacturn, Shattered ist unsere Reverse und die Rare. Ich hätte jetzt fast das Wort mit F gesagt. Aber ich lasse das mal. Nicht, dass YouTube dann mein Video ab 18 freigibt. So, wir haben Mewtwo Secret Rare gezogen in dieser verdammten Box. Ich bin total fertig mit den Nerven. Und dann auch noch das meiner Meinung nach geilere Mewtwo. Oh mein Gott. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Das ist der Hammer. Falls ihr das gesehen habt, die Mega Aerodactyl Box letzte Woche, dieses doofe, dämliche Aerodactyl Promo, das so beschädigt war, dieses Mewtwo EX macht das alles wieder weg. Und das ist natürlich unschlagbar. Unschlagbar. Genial. Das ist der beste Pull, den wir rein theoretisch aus Turbo Start Breakthrough ziehen hätten können. Hätten ziehen können. Das ist auch nicht mehr zuschlagen. Unglaublich. So, letztes Pack. Hier haben wir Remoraid, Exu, Panseer, Paras, Swinub, Coladin, Seaking, Earthering, Smeargle ist unsere Reverse, ist eine Rare-Karte. Und unsere Rare ist auch noch eine Holo. Und das sogar ein Gengar. Also eine der coolst aussehenden Holo-Karten aus Turbo Start. Wow. Also, ich glaube, ich muss dazu nichts sagen. Die Pulls hier sprechen eindeutig für sich. Ich muss die jetzt alle vorsichtig in eine Hülle packen. Genial. Dieses Mewtwo EX Shiny, das ist schon echt cool. Ich habe die Karte zwar schon, aber nicht schlimm, man kann immer noch eine doppelte haben. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Du schaut doch das nächste Mal wieder rein. Und bei den Display-Openings, die jeden Freitag wie gewohnt laufen zu Turbofieber. Und ihr schaut auch weiterhin rein. Und abonniert und liked fleißig. Bis zum nächsten Mal, euer Pokémaniac. Bis dann. Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Heute habe ich euch die Aurorus EX Box mitgebracht. Die Tyrantrum EX Box habe ich erst vor kurzem hier auf dem Channel geöffnet. Vor circa einem Monat ungefähr. Und nun haben wir hier die Aurorus EX Box. Die ist ein bisschen neuer. Die ist jetzt erst rausgekommen, vor kurzem. Und die ist sehr, sehr girly, will ich mal sagen. Zumindest von außen. Hier so mit diesem Regenbogenmuster und so. Aber das passt halt zu Aurorus EX. Und an und für sich ist die Karte sogar sehr gut spielbar. Deswegen freut euch auf jeden Fall darauf. Hier seht ihr die Rückseite und was wir darin erhalten, ist es im Prinzip wie üblich, die Sachen, die wir so daran kriegen. Also wir erhalten hier 4 Booster Packs, die Promo, dann einen Online-Code, um die Promokarte online freizuschalten. Ja, haben wir sonst noch was vergessen?
Nein, ich glaube nicht. Ich hätte jetzt fast das Wort mit F gesagt. Aber ich lasse das mal. Nicht, dass YouTube dann mein Video ab 18 freigibt. So, wir haben Mewtwo Secret Rare gezogen in dieser verdammten Box. Ich bin total fertig mit den Nerven. Und dann auch noch das meiner Meinung nach geilere Mewtwo. Oh mein Gott. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Das ist der Hammer. Falls ihr das gesehen habt, die Mega Aerodactyl Box. Letzte Woche. Dieses doofe, dämliche Aerodactyl-Promo, das so beschädigt war. Dieses Mewtwo EX macht das alles wieder weg. Und das ist natürlich unschlagbar. Unschlagbar. Genial. Das ist der beste Pull, den wir rein theoretisch aus Turbo Start Breakthrough ziehen hätten können. Hätten ziehen können. Das ist auch nicht mehr zuschlagen. Unglaublich. So, letztes Pack. Hier haben wir Remoraid, Exu, Panseer, Paras, Swinub, Collab. Ach ja, die Jumbo. Die hätte ich natürlich jetzt fast vergessen. Natürlich ist diese Jumbo-Karte auch noch dabei. Dachte, das wäre selbstverständlich. So. Das Aurorus EX. Und die Promokarte perfekt daraus gelöst. Super. Top-Zustand. Haben wir sehr gut hingekriegt. Zeige euch die natürlich gleich von Namen. Hier haben wir die Code-Karte, um diese Karte freizuschalten online. Und nun zoomen wir ran. Schauen uns das Ding auch nochmal von näher an. Aurorus EX, 180 KP. XY Blackstar Promo 102 hat die Karte. Hier diese Version. Each of your Pokémon that has any water energy attached to it can't be paralyzed. Und Crystal Breath zieht 160, kann dafür nächste Runde nicht angreifen. Das Aurorus EX. Allerdings kann man damit eine, glaube ich, ganz gute Kombi mit Manaphy EX machen. Falls ich mich nicht irre. Aus dem neuen Set Turbo Fever. Das ist, glaube ich, ganz gut möglich. Aber mal sehen. Nun haben wir hier einmal Roaring Skies, zweimal Breakthrough und Primal Clash. Ja, so diese Reihenfolge werden wir machen. Wir hoffen, hier drin ist ein Shaman. Aber ich habe das Gefühl, dass er in den Breakthrough-Packs was ist. Wir nehmen einfach mal die übliche Reihenfolge. Vielleicht bringt uns das mehr Glück. So. Und dieses Pack startet mit Trapinch, Nosepass, Spinder, Horsey, Skiddy, Lantern, Shrine of Memories, Vibrava, Kopfisch und Diggersby. Roaring Skies, zu Deutsch Drachenleuchten. So. Und nun sehen wir mal, was wir hier so drin kriegen. Bagoon, Pidoff, Ninkara,
Swablu, Voltorb, Revive, Altaria, Destox. Unsere Reverse ist Skyfield. Eine sehr coole Karte. Und unsere Rare. Ihr seht es schon. Es ist eine EX. Und zwar Mega Rayquaza EX. Sehr cool. Sehr genial. Ja, dann hat sich die Box auf jeden Fall schon mal gelohnt. Das ist natürlich super. Diese zwei EX-Karten zusammen. Darüber freue ich mich sehr. So, und nun. Dieses Pack startet mit Inkay. Chespin. Dodo. Fennekin. Zorua. Vanillish. Mewtwo Spirit Link. Cacturn. Shattered ist unsere Reverse. Und die Rare